So, wir sind in der 7. Klasse, wir machen Übungen zur Zuordnung und zwar folgendes Problem. Drei Leute wurden vom Direktor erwischt, die sollen den Hof sauber machen, weil sie Blödsinn gemacht haben. Und dafür haben sie geschätzt, um Gottes Willen, da brauchen wir 4 Stunden, so viele Schnippelpapier, die wir hier hingeschmissen haben. Die haben nämlich ihre Tests zerrissen, ne? Und 1000 Schnipsel liegen überall. Naja, jetzt kommt der Direktor und sagt, bevor er anfängt, ich habe noch einen erwischt. Jetzt sind sie 4 Leute. Das heißt, wir suchen die Zeit für 4 Leute, das schreibt man als Index. Wir überlegen uns auch, was passiert, wenn es 8 Leute sind, die mithelfen oder 12 Leute, die nicht mithelfen, sondern die insgesamt arbeiten, 12 Leute. Und was passiert, wenn nur einer erwischt worden wäre? Wir möchten weiterhin einen Graphen, das ist die zeichnerische Darstellung, und eine Wertetabelle. Ich habe das schon mal vorbereitet und jetzt wird uns eine Schülerin das erklären. Ich mache aber in diesem Fall Pause, damit es keine Verwirrung gibt hier bei ihr. So, jetzt hatten wir folgende Wertetabelle, das hat die Schülerin gemacht, ne? Sie hat die Wertetabelle aufgefüllt und hat entsprechend gesagt, das muss ja, weil ich eine Antiproportionalität oder umgekehrte Proportionalität vorliegen habe, das muss ja eine Produktgleichheit sein. Das heißt, 4 mal 3 muss 12 ergeben und 3 mal 4 muss dann auch 12 ergeben und so weiter und so fort. Und dementsprechend hat sie die Werte. Jetzt kontrollieren wir nochmal und überlegen mal. Wenn ich 3 Leute habe, die 4 Stunden brauchen und ich hätte gar 12 Leute, also 4 mal so viel, ja, dann kann ich die Zeit wieder teilen und dann bin ich natürlich eher fertig. Das wird wahrscheinlich richtig sein. Und das sieht man nochmal in der zeichnerischen Darstellung. Jetzt hat sie die Punkte hier alle verbunden. Jetzt sieht man hier noch ein bisschen, hier waren Punkte. Die hat sie gemacht und hat die alle verbunden und man sagt zu dem Ding Hyperbel, wissen wir. Und da das eine Hyperbel geworden ist und nicht hier plötzlich einen Knick drin hat, war alles richtig und dann kann man sagen, jawohl, prima, fein. Können wir uns freuen. Das war das eine Beispiel jetzt. Wir machen mal noch eine kleine Übung zur Unterteilung der Achsen. Denn da gab es hier bei einigen noch Schwierigkeiten, auch hier. Das war nicht ganz sauber. Wir machen das mal nur mit einer Achse. Macht mal einen Strich quer über das ganze Blatt. Einfach einen Strich. Hier ist 0. Und hier hinten ist 10. Und jetzt unterteilt mal, nehmt genau die Mitte, dann muss dahin geschrieben werden 5, logisch. Was ist denn, wenn ich jetzt aber zwischen 0 und 5 die Mitte nehme? Jetzt nur rein grafisch, ich nehme einfach die Mitte. Kann ich dann da eine 3 oder eine 2 hinschreiben oder was muss ich hinschreiben? Genau dahin. Jetzt haben wir diesen Zahlenstrahl unterteilt. Wir haben gesagt, hier ist 10. Wir haben hier die Mitte genommen, das ist 5. Das ist eine ganze Zahl. Wenn ich davon die Mitte nehme, ich lasse mal diesen Punkt nochmal weg, davon die Mitte, dann liege ich bei 2,5 und hier zwischen die Mitte 7,5. Ich möchte aber ganze Zahlen haben. Wenn ich hier also wieder die Mitte nehme, hätte ich 1,25. Das ist auch blöd, das ist keine ganze Zahl. Wie kann man sich dabei helfen in Fünferteilung? Wie kann man das machen? Wir können lediglich schätzen und wenn wir kein Lineal und keine Kästchen, so wie hier zur Verfügung haben, sind wir mit dieser Art aufgeschmissen. Wir kriegen keine ganzzahligen Geschichten hin. Aber man kann was anderes machen. Man sagt, okay, das nehme ich so nicht. Ich mache es mal anders. Ihr macht einen Strich drunter. Aber damit es deutlicher wird, ihr macht einen Strich und sagt, okay, hier ist 0. Und hier irgendwo, hier wird 10 sein. Aber jetzt ganz wunderbar, ganzzahlig teilen kann man wie folgt, indem man sagt, wenn hier hinten ungefähr 10 ist, mache ich mal viel eher hier eine 8 hin. Wenn ich jetzt hier die Mitte nehme, habe ich 4. Nehme ich davon die Mitte, hätte ich hier 2 und hätte ich hier 6. Nehme ich hier die Mitte, habe ich eine 1 und hier habe ich ganz sicher immer die Mitte, habe ich immer ganz sichere Zahlen. 5, 6, 7, 8 und jetzt gucke ich bloß und sage, und genau diese Strecke hier, die hänge ich hier nochmal dran und hier nochmal dran. Und dann hat man es und kann sagen, so schwer ist es gar nicht, ich kann das wesentlich besser teilen. Also schwupp nochmal und dann hätte ich hier auch meine 10 stehen. Ich lasse also hier hinten ganz bewusst Platz und nehme hier etwas, was ich echt wunderbar schön teilen kann. Am besten immer durch 2. Dann lässt sich es ganz leicht machen. Dann habe ich hier meine 9 und meine 10 und dann klappt das viel besser. Also nochmal, Strich malen. Sich sagen, hier hinten ist diese Zahl und nicht in Fünferteilung anfangen, sondern in Zweierteilung. Dann sage ich, wenn hier hinten diese Zahl ist, lasse ich hier ein Stückchen Platz und nehme zum Beispiel die 8 und dann mache ich das wie hier oben.
Machen wir mal eine andere Übung. Macht mal noch einen Strich drunter. Und wir möchten mal, dass hier hinten irgendwo rauskommt 15. Das Maximum wäre 15. Und jetzt probieren wir das mal irgendwie zu unterteilen, und zwar schlau zu unterteilen, sodass wir immer sagen können, durch 2, durch 2, durch 2 und so weiter. Jo. Wir hatten den Vorschlag, wir nehmen mal 12. 14 wäre blöd, weil wenn ich 14 durch 2 teile, habe ich 7 und 7 durch 2 lande ich wieder bei was Krummen, nämlich 3,5. Wir nehmen 12, probieren wir es mal aus. Das war der Vorschlag. Wenn ich Gesundheit, wenn ich die Mitte nehme, habe ich 6. Wenn ich hier die Mitte nehme, habe ich 3. Was ist denn, wenn ich hier die Mitte nehme? Ah, angeschmiert. Eben, habe ich wieder 1,5. Nicht gut. Jetzt müsste ich in Dreier teilen. Das geht natürlich, ihr habt es dann irgendwann raus. Aber wenn ich ein weißes Blatt habe, bin ich angeschmiert. Dann versucht irgendwie eine glatte Zweierteilung hinzubekommen. Was geht noch? Wir haben gerade überlegt, welche sind immer ganz glatt durch 2 teilbar. 2 ist durch 2 teilbar, klappt. 4 ist durch 2 teilbar, 8 ist durch 2 teilbar. Wir hatten 16 als Vorschlag, wir hatten eben noch 32 als Zweier teilbar. Denn durch 2 ergibt 16 und 16 durch 2 ist 8, durch 2 ist 4, durch 2 ist 2, durch 2 ist 1. Das klappt jedes Mal. Das heißt, wir nehmen Vielfache von 2. 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 und so weiter. Dann klappt das immer. Achtung! Das hieße aber, wenn hier hinten meine 27 ist und ich eine 32 nehme, müsste ich es anders machen. Dann sage ich, okay, hier irgendwo wird meine 27 erscheinen und ich nehme hier die 32. 32, peng. Weißes Blatt, wohlgemerkt. Ne? Also den Strich, der war zu viel weg. Weißes Blatt, wohlgemerkt, bedeutet, ich habe keine Hilfsmittel. Natürlich, wenn ich ein Lineal habe, wenn ich Kästchen habe, wunderbar. 32 durch 2, 16, durch 2, 8. Hier, was muss hier erscheinen, wenn das 8 weiter sind? 24 durch 2. Machen wir es erstmal hier, dann wissen wir nämlich, wie wir weiterrechnen müssen. Dann kommt hier eine 12 hin. Dann habe ich 4er Abstände. 20, habe ich hier 28. Das kann ich hier wieder teilen, wenn ich wirklich 1er Abschnitte brauche. Geht wunderbar. Habe ich hier eine 2, habe ich hier eine 1. Und so weiter und so fort. Ist das Prinzip klar? So kann man ganz schnell mal ohne Hilfsmittel, wenn man in Zweierteilung vorwärts geht, relativ genaue Koordinatenachsen basteln. Das ist eine ideale Möglichkeit dafür. Ich habe mich bei den Stromwerken angemeldet und wohne die letzten paar Tage des Monats schon in meiner Wohnung und bekomme am Monatsende die Abrechnung, dass ich einen Energieverbrauch habe, und zwar für diesen ersten Monat, wo ich wohne, von 100 Kilowattstunden, steht da drauf. 100 kWh, Kilo heißt also wieder 1000, und Wattstunden machen wir später mal. Das nehmen wir jetzt einfach mal so hin. Und ich zahle dafür einen Preis, und zwar für, deswegen schreibe ich hier wieder einen Index 1 ran, einen Preis von glatten 30 Euro zahle ich. Den nächsten Monat, wohne ich auch da, aber ich bin eigentlich gar nicht zu Hause. Ich habe da irgendwas laufen, mein Kühlschrank läuft und alles läuft. Ich habe einen ganz geringen Energieverbrauch, denn ich bin im Urlaub. Und tatsächlich am Ende des Monats kommt 30 Kilowattstunden. Hurra, sage ich, das ist ja schön. Und der zweite Preis ist 14,6 Euro. Also 14,60 Euro könnte man auch sagen. Gesucht ist der Graf. Wenigstens schon mal dafür und vielleicht eine Wertetabelle, aber das wird spannend werden. Na, jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt wird es wirklich ein bisschen kritisch. Wenn ihr zuerst den Graphen malt, ihr habt sichere Punkte, ihr habt 100 Kilowattstunden, 30 Kilowattstunden und die beiden Preise, die habt ihr. Wenn ich damit anfange, werdet ihr sehen, mit zwei Punkten kann man ja eine Linie machen. Hyperbel wird es nicht sein. Je mehr ich verbrauche, umso mehr muss ich zahlen. Dann werde ich sehen, dass da irgendwas rauskommt. Noch nicht anfangen zu rechnen. Wir fangen erstmal so an. So, jetzt haben wir diese Graphen. Wir konnten ganz getrost hier grün und blau die beiden Punkte, die wir hier gegeben hatten, die konnten wir ganz getrost verbinden. Warum? Wir haben unser Koordinatensystem entsprechend eingeteilt, haben die Punkte und können sie verbinden, weil es eine Gerade ergeben muss. Aber komischerweise landet die nicht im Nullpunkt, sondern hier. Und wir haben gesagt, wenn das hier um Stromverbrauch zum Beispiel geht, müssen wir einen Grundpreis, wir sagen dazu
So, kleinen Moment. Ist ein Grundpreis und wir sagen dazu P0, weil noch 0 Kilowattstunden verbraucht wurden, nämlich gar nichts. Und der Grundpreis ist zum Beispiel dafür da, dass der entsprechende Mitarbeiter mir einen Brief schickt, der Brief kostet Geld, die Briefmarke kostet Geld, der Mitarbeiter muss bezahlt werden, der Zähler muss mal irgendwann überprüft werden. Das sind alles Leute am Arbeiten und dafür wollen sie einen Grundpreis haben. Gut, das bis dahin. Das heißt, hier würde mein Graph die Preisachse schneiden. Aber wie kommen wir jetzt rein rechnerisch vorwärts? Jetzt brauchen wir eine Idee. Wir müssen irgendwie die ganze Sache mal irgendwie zusammenbasteln. Irgendwie muss das gehen. Da überlegen wir jetzt mal. Um das rauszubekommen, wie man mit sowas umgeht, vereinfachen wir mal alles. Wir haben uns jetzt ein Koordinatensystem geschaffen, ein Diagramm, wo wir bloß mal einfach X und Y ranschreiben. Jetzt keine Kilowattstunden, kein gar nichts. Wir nehmen jetzt mal nur pure Zahlen und tasten uns mal ran. Und wir haben folgende Wertepaare, und zwar dieser Punkt, hier zu diesem Punkt. Da sagt man, sagen wir einfach Punkt P, und diesen Punkt nennen wir mal einfach Q. Den nennen wir einfach so. Und damit ihr es schon mal seht, Koordinaten schreibt man so ran. Erst den X und dann den Y-Wert. Also erst immer den unteren Wert und dann den Wert, den es nach oben geht. Jetzt gucken wir mal. Von hier bis zu diesem Punkt, von hier bis rüber, gehe ich rechts 2 lang. Von hier bis hier ist 2. Und von hier unten 1, 2, 3. Das sind die Koordinaten von dem Punkt. Jetzt gucken wir uns den an, Q. Da schreibt man dann wieder eine runde Klammer. Und in der Mitte kommt wie eine Art Regiestrich. Jetzt gucken wir mal, der liegt bei 4. X-mäßig, also in waagerechter Richtung. Und jetzt gucken wir, 1, 2, 3, 4. Bei 4, 4 liegt der. So, und jetzt überlegen wir, wie wir an diesen blöden Grundpreis rankommen. Einfach mal ausprobieren. Jetzt müssen wir darüber diskutieren. Wir hatten jetzt Folgendes überlegt. Wenn ich mir einen grünen Graphen bastel und sage, es gibt keinen Grundpreis, der ist 0, ich also alles um 2 nach unten ziehe, dann sehen die Zahlen schön aus. Dann sage ich, 1 durch 2 ist 1,5, 2 durch 4 ist 1,5, 3 durch 6 ist 1,5 und so weiter. Und jetzt kommen wir auf die Idee, ich muss also hier etwas von abziehen. Und jetzt ist die Aufgabe, schreibt mal Brüche aus diesen drei Zahlen hier, aus diesen drei Zahlen jeweils. Schreibt mal Brüche so auf, dass die auch wirklich alle gleich sind. Alle Brüche müssen gleich sein. Und jetzt nur mal hinschreiben und dann sehen wir uns gleich wieder. Okay, jetzt, ich muss das ein bisschen steuern. Zugegeben, das ist richtig schwer. Wir haben mal Brüche hingeschrieben. Wir haben einfach gesagt, 3 minus 2 durch 2. Wir wollen ja Quotientengleichheit haben. Und jetzt wollen wir mal sehen, ob das wirklich alles gleich ist. Das heißt, ob die wirklich stimmen. Wir dürfen hier nicht kürzen. Also von wegen hier die 2 rauskürzen wäre tödlich. Ne? Das darf man nicht machen. Aber wir machen eins, wir rechnen das aus und sagen, das schreibe ich jetzt in dunkelblau, 3 minus 2 ist 1. Unten den Nenner können wir behalten. Mal sehen, ob das gleich wird. 4 minus 2 ist 2 durch 2. Stimmt das? Haben wir hier richtig abgeschrieben? Ne, hier stand eine 4. Okay, also muss hier eine 4 hin. Und jetzt 5 minus 3 ist 2. Und was hätten wir hier hinschreiben müssen? Sechstel, ne? Und jetzt gucken wir uns das nochmal an. Wenn ich das hier kürze, das hier, habe ich hier die entsprechenden Werte dastehen. 5 minus ist 3 und dann gekürzt. Und jetzt haben wir lauter gleiche Brüche. Hier gibt es eine Frage. Nochmal, wir haben nichts weiter gemacht, als das hier abgeschrieben. Allerdings muss man es richtig abschreiben und nicht so wie ich hier einen falschen Nenner hinschmieren. Und zwar, gucken wir nochmal. Hier haben wir 3 minus 2, das haben wir oben hingeschrieben, und das da drunter. Wir wollen ja Quotienten bilden, die gleich sind. Jetzt haben wir gesagt, 4 minus 2 haben wir hier oben hingeschrieben und hier unten durch 4. Ich hatte hier irrtümlicherweise eine 2 hingeschmiert. 5 minus 2 haben wir hier oben hingeschrieben und hier unten steht eine 6. Und jetzt stimmt das wieder. Wir haben uns also durch Probieren an den Grundpreis rangewagt. Aber schick wäre, das mit Formel rauszukriegen. Oder? Und das machen wir später. Das ist jetzt ein bisschen zu weit. Also das alles rückwärts zu ermitteln, das erfordert schon ganz schöne Denkarbeit. Gut, machen wir erstmal nochmal Pause an der Stelle. So, das war jetzt also wirklich gedankliche Schwerarbeit in der 7., wenn man sowas noch nicht gemacht hat. Und hier mit solchen Koordinaten zu arbeiten, das war schon wirklich Stoff 8. und teilweise 9.
Das machen wir in Zukunft jetzt nicht. Ich mache das Video an der Stelle erstmal dicht.